Gazprom, Lukoil und die ganzen anderen russischen Aktien, die sind entweder überhaupt nicht mehr handelbar oder da, wo sie noch gehandelt werden, sind es jetzt wirklich nur noch Penny Stocks. Welche Möglichkeiten hat man überhaupt noch, wenn man solche Aktien hat? Und auf was lässt man sich ein, wenn man jetzt am Ende vielleicht sogar noch kauft? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Mein letztes Video zu Russland und zu russischen Aktien, das ist jetzt genau eine Woche her. Russland-Aktien vor dem Aus, droht der Totalverlust bei Gazprom, Lukoil und Co. Ich habe das Video gemacht unmittelbar unter dem Eindruck von dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Da ging es gerade los und was das betrifft, da hat sich ja jetzt mittlerweile auch nichts gebessert, ganz im Gegenteil. Und auch was diesen Totalverlust betrifft, von dem da die Rede war, auch dem haben wir uns leider in großen Schritten jetzt schon angenähert. Russische Aktien haben massiv natürlich an Wert verloren, jetzt sind jetzt auch nur noch Penny Stocks zum größten Teil. Und das ist aber noch nicht mal das Schlimmste. Noch schlimmer aus Sicht von den Anlegern zumindest ist ja, dass die Anleger diese Aktien und ADRs auch so gut wie nicht mehr handeln können. Und damit ist das eingetreten, was ich eben auch letzte Woche da in den Raum gestellt habe. Und zwar eigentlich noch schneller als befürchtet. Das wird jetzt hier aber kein Video so in die Richtung, ich hab's Ihnen ja gesagt, weil Sie wissen ja, ich bin von dieser ganzen Eskalation ja auch sehr überrascht worden dann am Ende. Und ich habe ja im Vorfeld ja auch immer wieder trotzdem russische Aktien besprochen. Und teils habe ich sie ja auch durchaus positiv besprochen. Die Börse Wien hat also den Anfang gemacht. Wien und Tradegate und die deutsche Börse, die hat dann vorgestern nachgezogen. Sie hat eine große Zahl von russischen Aktien und Anleihen vom Handel ausgesetzt. Sie hat es diesmal wenigstens einen halben Tag vorher angekündigt. Also so viel Vorwarnzeit bei der deutschen Börse, das ist ja schon viel. Da muss man ja schon fast dankbar sein. Und es ist so gut wie alles ausgesetzt worden, was man eben auch so kennt. Also Gazprom, Lukoil, Magnit, Novatek, Aeroflot, Voss Agro, Systema, Sürgut-Neftegaz, was weiß ich, alles eben. Und was wirklich interessant ist in dem Zusammenhang, das hat jetzt nicht unbedingt was direkt mit Sanktionen zu tun. Oder wenn, dann eben indirekt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass die ganzen Unternehmen konkret, die da gestrichen worden sind, dass die jetzt alle wirklich mit Sanktionen belegt worden wären. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Und die deutsche Börse selbst in ihrer Ankündigung, also hier ist die nämlich auf dem Xetra Newsboard, die bezieht sich ja jetzt auch nicht auf irgendwelche gesetzlichen Vorgaben oder auf Sanktionen, also dass sie das jetzt machen müssten, sondern die sagt uns ja eigentlich auch nur, der Handel von russischen Aktien, Anleihen, Einzelwerten, strukturierten Produkten und so weiter wird bis auf Weiteres ausgesetzt zum Schutz des Publikums. Also mehr oder weniger, wir schützen die Anleger jetzt davor, dass sie Dummheiten machen. Wobei denen natürlich auch ganz klar ist, die Anleger, die empfinden das sehr wahrscheinlich jetzt nicht so, weil die bleiben jetzt nämlich auf ihren russischen Aktien sitzen. Aber so oder so, die deutsche Börse setzt jetzt eben diese Aktien aus, vermeintlich ohne rechtliche Basis, nur die braucht sie eben auch gar nicht. Und wir sind in einem Umfeld, das ist jetzt im Moment eben nicht mehr vergleichbar auch mit dem aus der Ukraine-Krise 2014. Und die Sanktionen, die jetzt eben verhängt worden sind, die sind massiv. Ein Großteil von diesen Sanktionen ist auch im Finanzbereich eben verhängt worden. Und die Folgen davon, also wer wo wieder jetzt genau betroffen ist, das können die meisten Beteiligten noch gar nicht so richtig abschätzen. Es gibt ja auch Unternehmen, die riesige Umsätze machen in Russland und die aber trotzdem im Moment auch noch nicht sagen können, wie sie das betrifft im Detail. So ist die Situation im Moment. Und natürlich gibt es auch Unternehmen, die wirklich ganz konkret belegt worden sind mit Sanktionen. Also die VTB Bank zum Beispiel oder inzwischen auch die Sberbank, dass die jetzt nicht mal handelbar sind, das ist fast schon klar. Aber wie gesagt, es sind eben nicht nur diese Aktien ausgesetzt worden, sondern auch viele andere.
Und da geht es aus Sicht von den Börsen oder von den Market Makers und Designated Sponsors und wie sie alle heißen, jetzt eben auch einfach darum, dass man potenziellen künftigen Ärger vermeidet. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, so ein ADR-System in so einem Umfeld mit solchen Sanktionen und Kapitalverkehrsbeschränkungen, allein was jetzt schon den Transfer von Ausschüttungen betrifft oder so, wie soll das im Moment funktionieren? Und außerdem werden ja auch so gut wie alle ADRs auf russische Aktien geführt und betreut von amerikanischen Großbanken. Und da wird man sehen, wie lange die auf sowas noch Lust haben, auch also mit ihrer Regierung jetzt im Nacken. Die ADRs auf die VTB Bank zum Beispiel, die ja mit Sanktionen belegt worden ist, die sind jetzt offenbar auch von der Londoner Börse nicht einfach so ausgesetzt worden, sondern weil der Betreuer von diesen ADRs, die Bank of New York Mellon, die ist von diesem Mandat zurückgetreten, was man so hört. So einfach ist das und schon sind die ADRs weg. Und da steht man natürlich als Anleger dann ziemlich dumm da und es sind wohl auch schon die großen Fonds im Moment ziemlich verzweifelt über das alles. Und das ist ja vielleicht noch so eine Art Lichtblick, dass es jetzt eben auch Großinvestoren gibt, die da jetzt auch drauf reagieren müssen auf die Situation, die auch eine Lösung brauchen. Und wir werden also sehen, so in den nächsten Monaten, wie man das dann alles macht. Aber es ist natürlich schon eine Situation, die ja auch für alle Beteiligten neu ist. Aber weil auch jeder immer die ADRs verteufelt, natürlich. Es ist auch nicht zwingend ein ADR-Problem. Nehmen wir Polymetal, ein Goldproduzent. Danach hat auch ein Zuschauer letztes Mal gefragt. Das sind ja zum Beispiel gerade keine ADRs, sondern das ist ein Unternehmen, inkorporiert in Jersey, gelistet in London, bilanziert nach IFRS und so weiter. Die Minen natürlich, die sind in Russland und Kasachstan. Da wird das Geld verdient, das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht bei dem Konzern ankommen wird und schon gar nicht beim Aktionär. Aber sonst ist es ja im Grunde eine stinknormale Londoner Aktie. Nur auch die ist weg bei uns, ist auch nicht mehr handelbar. Und das wurde jetzt zum Beispiel nicht angekündigt von der deutschen Börse, also nicht, dass ich wüsste zumindest, sondern die ist jetzt einfach so weg. Wahrscheinlich einfach darum, weil sich irgendwer da gedacht hat, auf dem Ganzen steht Russland drauf und Russland heißt Ärger. Soll heißen, im Zweifelsfall ist es momentan auch völlig egal, ob das Aktien sind oder ADRs. Der Finanzsektor hat einfach keinen Bock drauf im Moment und darum kommt man auch nicht mal raus. Was noch geht, Sie können viele von den Aktien und von den ADRs jetzt noch handeln in London. Und Handel in London bieten ja viele Banken und Broker inzwischen auch an. In London sind die meisten noch da, Stand heute Vormittag zumindest, heute Vormittag 10 Uhr, aber mit Wahnsinnskursabschlägen natürlich, weil ja alle raus wollen. Also Gazprom zum Beispiel, die haben da gestern geschlossen bei 58 Cent. Das wäre dann ein Börsenwert von 6 Milliarden Dollar. Vor 2 Wochen war er noch ungefähr bei 100 Milliarden Dollar. Und wir hätten da jetzt auch im Prinzip ein KGV von 1 und eine Dividendenrendite von 45%, die natürlich hypothetisch ist im Moment. Der Kurs ist so niedrig, dass die, die die Aktie haben, auf der einen Seite jetzt natürlich sagen, jetzt ist auch schon egal, ob das jetzt ein Totalverlust wird oder nur ein 90% Verlust und die verkaufen dann da nicht. Und manche reizt es sehr wahrscheinlich sogar zum Kauf. Aber in beiden Fällen ist eben das Risiko hoch. Auch in London können die irgendwann jetzt mal weg sein. In 2 Stunden, in 2 Wochen, ich weiß es nicht. Und wir wissen eben auch nicht, was dann passiert. Es ist eine absolute Sondersituation. Und die, die es jetzt drauf ankommen lassen, die haben vielleicht schon recht damit, wenn sie sagen, irgendwann ist es auch wieder vorbei und irgendwann müssen wir dann mit Russland ja auch wieder leben. Und das wird dann alles schon wieder. Und ich komme da mit einem blauen Auge raus oder irgendwie so oder mach sogar den riesen Gewinn damit. Und das Argument, dass es viele russische Unternehmen gibt natürlich, die das Ganze vielleicht jetzt nicht so hart trifft und die das überleben werden und die auch noch Gewinne machen werden in der Zeit, das habe ich ja auch schon gebracht hier. Nur da war die Lage noch völlig anders. Aber darüber sind wir jetzt eben hinaus. Wir sind in einem Wirtschaftskrieg mit Russland.
Und da geht es jetzt eben nicht mehr um die Unternehmen an sich und um das Operative auch und um die Bewertungen, sondern es geht jetzt nur noch darum, ob wir als Aktionäre auch irgendwann mal darauf wieder Zugriff haben. Und im Moment haben wir ihn faktisch eigentlich nicht. Und warum auch? Wir gehören zu einer von den beiden Kriegsparteien. Und das konkrete Ziel ist ja die Abschottung der beiden Finanzsysteme voneinander. Also wir sollten jetzt auf jeden Fall schon mal nicht glauben, dass wir auf irgendwas einen Rechtsanspruch hätten und selbst wenn wir den formal noch hätten. Wir haben ja außerdem immer noch einen Finanzsektor, wie gesagt, der konfrontiert ist mit einer sehr komplexen Lage, die ihn vielleicht auch überfordert, und darauf wird sich der natürlich auch rausreden. Wie sieht es aus mit der Börse Moskau? Das haben einige von Ihnen ja geschrieben unter das letzte Video, so mehr oder weniger. Ich gehe jetzt einfach zu einem entsprechenden Broker und handle direkt in Moskau. Ich sehe das sehr skeptisch. Zurzeit ist Moskau sowieso zu. Wenn die Börse Moskau wieder aufmacht, dann steht auch erstmal fest, dass die Auslandsanleger da auf jeden Fall schon mal nicht verkaufen dürfen. Kaufen könnten sie vielleicht noch. Ich glaube auch nicht, dass wenn Moskau wieder aufmacht, dass da die russischen Aktien dann so billig sind wie bei uns im Moment, weil ja die russischen Anleger sich eine Sorge schon mal nicht machen müssen, nämlich die, dass sie ihr Investment jetzt komplett verlieren. Und außerdem wird in Russland auch gerade ein Fonds aufgelegt, der diesen Markt da dann, den Heimatmarkt dann stützen soll mit vielen Milliarden Dollar. Aber der Markt wird natürlich trotzdem am Boden liegen, auch in Moskau. Ich sehe nur, wie schon gesagt, hier ein ganz anderes Problem. Und zwar bei den Brokern. Da ist es ja auch nicht anders. Wir haben eben die Sanktionen, wir haben die Abschottung, wir haben Beschränkungen beim Clearing, wir haben Beschränkungen bei den Kapitaltransfers. Also wie wird das gehen? Und viele von diesen Brokern sind ja auch US-Firmen oder Ableger von solchen US-Firmen. Die werden das, glaube ich, früher oder später abstellen, wenn sie es nicht schon längst getan haben. Sie können sich ja erkundigen bei solchen Brokern, ob die das überhaupt noch abwickeln und ob die das aber auch für die Zukunft garantieren können. Ich habe da nicht viel Hoffnung, muss ich sagen. Und es gibt außerdem ja noch auch die Idee, das bin ich auch gefragt worden, also ADRs, die man noch hat, umzuwandeln in russische Originalaktien und dann direkt in Moskau zu verkaufen. Das können Sie sich auch sparen, die Mühe, sich darum zu kümmern. Das hat noch nie funktioniert, das wird jetzt im Moment erst recht nicht funktionieren. Insofern, traurig aber wahr, man könnte seine Aktien jetzt noch loswerden in London oder irgendwo im OTC-Handel in den USA mit hohen Verlusten, oder man gibt eben auf und hofft jetzt das Beste. Ist sicherlich auch eine Mentalitätsfrage. Das Problem ist da, es kann jetzt keiner mehr wegzaubern. Ich weiß aber eben auf der einen Seite, dass es natürlich viele gibt, die davon betroffen sind, die sich jetzt den Kopf viel drüber zermartern und die jetzt aber auf die Schnelle nicht die Möglichkeit gehabt haben, dass sie das Ganze auch einordnen. Dafür habe ich dieses Video gemacht, und auf der anderen Seite aber natürlich auch für die, die in der Situation jetzt vielleicht sogar noch die große Chance sehen für sich, die vermeintliche. Ich will das keinem nehmen, aber Sie müssen jetzt wirklich wissen, wenn Sie zum Beispiel jetzt nach London gehen und da kaufen, auf was Sie sich da auch einlassen im Moment. Sie haben keine Ansprüche, es gibt keine Garantien, wir sind im Krieg. Und darum geht es auch in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report mit dem Schwerpunkt China diesmal. China in diesem Konflikt jetzt. Viele sagen ja jetzt, China will zusammen mit Russland die westliche Weltordnung mehr oder weniger sprengen. Andere sagen, China hat sich jetzt in eine ganz blöde Lage gebracht und in einen großen diplomatischen Schlamassel. Und wieder andere sagen, China ist der heimliche Gewinner und der große Profiteur in dieser Krise, gerade auch wirtschaftlich. Das schauen wir uns alles mal genauer an in unserem nächsten Report, und die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür anmelden und eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche also China, Russland und der Westen. Der Link für den Report ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und gestatten Sie mir noch ein paar Worte. Ich höre im Moment ständig Sätze wie: Erstmals erlebt unsere Generation Krieg in Europa. Das sei für unsere Generation bis jetzt völlig undenkbar gewesen.
Da frage ich mich nur, also von welcher Generation ist denn da die Rede? Also bin ich jetzt wirklich schon so alt, dass ich zu den letzten gehöre, die sich erinnern können an Kriege in Europa? Nehmen wir den Einmarsch der Sowjetunion in Litauen, nachdem Litauen sich für unabhängig erklärt hat. Noch unter Gorbatschow war das. Dann haben wir gehabt zwei brutale Kriege in Tschetschenien. Dann der russisch-georgische Krieg. Oder ist Georgien nicht mehr in Europa, ist es irgendwo in Zentralasien? Und dann ja erst vor kurzem nochmal ein Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Dann natürlich der Bürgerkrieg im Donbass die ganze Zeit. Dann natürlich Ex-Jugoslawien. Das waren mehrere Kriege mit über 100.000 Toten auch direkt vor unserer Haustür. Also haben wir das vergessen? Ist das alles egal? Und Ex-Jugoslawien ja auch noch unter Beteiligung von NATO und Bundeswehr natürlich, die auch eine, sowieso einen ganz anderen Militäreinsatz gerade erst beendet haben. Einen jahrzehntelangen Einsatz in Afghanistan. Afghanistan, das nicht mehr in Europa liegt, ist klar, aber ein Krieg, der von Anfang an auch höchst fragwürdig war, der möglicherweise eine Viertelmillion Menschen das Leben gekostet hat. In einem Land, in das wir noch Flüchtlinge zurückgeschickt haben vor ein paar Monaten, kurz bevor wir dann abgezogen sind und das Land wieder den Taliban überlassen haben. Ich will damit nichts relativieren, wirklich nicht. Und das, was gerade passiert, das schockiert auch mich, genauso wie wahrscheinlich jeden anderen normalen Menschen. Und ich finde es auch völlig richtig und ich finde es gut, dass der Westen da jetzt auch entschlossen, reagiert hat auf das Ganze. Mich bestürzt eben nur ein bisschen, dass wir alles andere anscheinend komplett vergessen haben und dass wir dauernd alles vergessen. Und dass das so ist, das macht uns eben gerade schon auch ein bisschen selbstgerecht, würde ich sagen. Wir sollten also jetzt im Moment in unserer Einigkeit und in unserer Entschlossenheit uns da nicht zu sehr dran berauschen, würde ich sagen, weil das hält nicht lange. Und die großen Fragen in dem Konflikt jetzt und in dieser Zeitenwende, die wir vielleicht tatsächlich haben, die großen Fragen, die kommen jetzt erst. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür auch das Rüstzeug haben, das geistig-moralische. Und was besonders hart ist, ist, dass man eben wirklich am Ende, egal was jetzt passiert, trotzdem wieder auf irgendeine Weise mit Russland leben müssen wird und auf irgendeinen grünen Zweig wiederkommen muss. Darum betreibe ich jetzt hier auf dem Kanal erstmal auch Weltflucht und mache nächste Woche ein ganz anderes Thema, das total unverfänglich ist, nämlich neue Konsumtrends in China. Was kauft da jetzt die junge Generation? Wofür interessieren die sich? Es geht ja da auch um einen riesigen Markt und da ist jetzt natürlich eine neue Generation da, die völlig anders aufgewachsen ist als ihre Eltern, die sich auch an keinen Krieg in Europa mehr erinnern kann. Und diese Generation hat eben jetzt auch ganz andere Vorlieben zum Teil und es geht eben auch um die Frage, wie kann man davon profitieren als Anleger. Vielleicht sind Sie dann ja auch wieder dabei, am besten meinen Kanal abonnieren, dabei auch die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn dieses Video da ist oder Sie sehen überhaupt, wenn neue Videos da sind von mir. Und abgesehen davon denken Sie natürlich auch noch dran, dass Sie sich noch eintragen für den gratis Zukunftsmärkte-Report nächste Woche zu China in der aktuellen weltpolitischen Lage auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.